Die Europäische Zentralbank geht der europäischen und allen voran der deutschen Wirtschaft weiter an den Kragen. Gerade eben wurde erst verkündet, dass man die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte, also 0,25% anhebt. Diese Entscheidung wurde soeben vom EZB-Rat unter der Leitung von Christine Lagarde gefällt. Und diese Botschaft und diese Zinsanhebung sendet ein ganz klares Signal an den Markt, an die Sparer und an das, was uns erwartet. Kredite werden noch einmal teurer. Viele Häuslebauer, die ihre Zinsen nicht festgeschrieben haben, geraten bereits in Panik. Und die Wirtschaft wird weiter ausgebremst, denn es wird immer teurer, auch für die Unternehmen Geld zu beschaffen. Mein Name ist Dominik Kettner und wir schauen uns im heutigen Video einmal an, warum dieser Zinshammer der europäischen Wirtschaft so sehr wehtut, woher die Inflation eigentlich kommt und warum es den Deutschen besonders schadet. Die gerade präsentierten Zahlen der Zinserhöhung mögen im ersten Moment recht langweilig klingen, doch sie haben einen erheblichen Einfluss auf unser aller Leben. Und wenn man einmal versteht, wie sich diese Zahlen auf unser Leben auswirken, dann wird Geldpolitik doch recht schnell spannend. Und gerade weil diese Zinserhöhungen erheblichen Einfluss auf unser aller Leben haben, ist es auch notwendig zu verstehen, wie das Ganze zusammenhängt. Deswegen bleiben Sie unbedingt bis zum Ende des Videos dran. Seit Juli 2022 schossen nämlich die Zinsen also von 0 auf jetzt aktuell 3,75% nach oben. Zwischenzeitlich preschte die EZB sogar mit Zinsanhebungen von 75 Basispunkten voran. Heute fiel dieser Schritt deutlich moderater aus, was auch zeigt, dass wir am Ende der Zinserhöhungskurve liegen sollten, denn mit 0,25% an Hebung ist das ein klares Signal, dass das Pulver verschossen ist und dass die EZB mit dem Rücken zur Wand steht. Es wird schon gemunkelt von zahlreichen Experten, dass wir nun im nächsten Schritt entweder 0% oder sogar einen Rückgang sehen. Und diese Entwicklung könnte fatal für die Eurozone sein, erst recht, wenn wir die Inflation noch nicht in den Griff bekommen haben. Doch was bedeutet diese Zinsanhebung für die Wirtschaft und für jeden Einzelnen von uns? Das ist doch das, was uns interessiert. Rein sachlich betrachtet ist es für die Geschäftsbanken einfach deutlich teurer, wenn sie sich Geld von der Europäischen Zentralbank borgen und dieses an sie weitergeben. Sogenannte Geldschöpfung. Denn den höheren Zinssatz geben die Geschäftsbanken natürlich an sie weiter, denn das ist ja das Geschäftsmodell, das die Banken so groß und erfolgreich gemacht hat. Die Kredite, die man also an die Kunden weitergibt mit einem Aufschlag, ist das, was die Banken groß und stark gemacht hat, was die Banken aber auch nun, zumindest in der Zeit der Nullzinspolitik, in die Enge getrieben hat. Und nun passieren Dinge in den USA, die wir sehen und die wir uns so nie vorstellen konnten. Es gehen reihenweise Banken pleite, zahlreiche Banken sind in Schräglage, müssen gerettet werden oder stehen kurz davor, geschluckt zu werden. All das ist das Fazit einer miserablen Notenbankpolitik, die dafür sorgt, dass genau diese Phänomene entstehen. Ob die Europäische Zentralbank und alle weiteren Zentralbanken aber genau dieses Phänomen befürworten und befolgen und verfolgen, das möchte ich auch im weiteren Verlauf des Videos verraten. Denn eines ist klar, die digitalen Zentralbankwährungen liegen bereits in der Schublade und man braucht Verwerfungen und chaotische Zustände, dass die Menschen sich nach einem neuen Geld sehen, nach digitalem Zentralbankgeld. Und all das habe ich übrigens mit Ernst Wolf gemeinsam in meinem Live-Workshop letzte Woche Mittwoch verraten. Unter dem Video finden Sie nochmal den Link. Solange er noch online ist, nutzen Sie gerne die Gelegenheit, dort vorbeizuschauen. Dort habe ich erklärt, warum dieses digitale Zentralbankgeld so charmant in den Augen der Politik und der Zentralbanken ist. Schauen wir aber zurück zu der aktuellen Zinserhöhung und der Aussage, dass es bei der Neuvergabe von Krediten dazu führt, dass die entsprechenden Verbraucher, die Kredite brauchen, einfach mehr dafür bezahlen, weil die Banken die höheren Leitzinsen weitergeben müssen. Das heißt, plant ein Unternehmen wichtige Investitionen, werden die Manager sich jeden neuen Kredit doppelt und dreifach überlegen. Aus der Geschichte haben wir gelernt, dass gerade in Zeiten wie diesen, wo Investitionen so notwendig wären, in technischen Revolutionen, wo die KI immer mehr Einklang findet, sehr, sehr wichtig sind. Aber gleichzeitig die Wirtschaft ausbremsen, denn Unternehmer sind logischerweise zurückhaltend, wenn sie mehr Zinsen für die Kredite bezahlen müssen. Das heißt, die Unternehmen sind in Lauerhaltung, die Unternehmen entlassen unter Umständen sogar Mitarbeiter, weil man weitere Investitionen erstmal zurückstellt. Doch wie soll das weitergehen in einer Rezession, in der die Wirtschaft ohnehin kaum mehr Wachstum hat, auch wenn Häuptling Habeck andere Dinge behauptet hat, zumindest noch Anfang des Jahres. Darüber habe ich übrigens auch ausführlich in diesem Video gesprochen, gerade wo er sich nun entlarvt hat, dass er doch die Rezession eingesteht. Auch Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, sprach übrigens lange nicht von einer Rezession. Und auch diese Aussage wurde wie so viele Kriegsaussagen und Lieferzusagen hinsichtlich Waffen und Rüstung
revidiert und widerlegt. Da aber auch die höheren Zinsen auf die Privatkredite umgelegt werden und dies letzten Endes dazu führt, dass das Konsumverhalten zurückgeht, spüren wir genau diese teureren Kredite und gerade die Dispo-Kredite, die den Konsum bremsen und auch die Nachfrage hemmen, was den Einzelhandel weiter beschädigt und wie wir in den Innenstädten schön sehen können, immer mehr Geisterstädte herbeiführt. Wie geht's Ihnen? Denn schreiben Sie mal in die Kommentare. Sehen Sie auch in Ihrer Heimatstadt immer mehr leerstehende Läden? Genau das ist übrigens die Folge dieser miserablen Notenbank- und Zinspolitik. Das wiederum schwächt dann die Wirtschaft, da die Produktion für den Konsum entsprechend zurückgeschraubt werden muss. Es klingt makaber, aber vielleicht ist genau das Ziel der Europäischen Zentralbank mit dieser Geldpolitik. Denn es würde vor allem dafür sorgen, dass die Nachfrage zurückgeht und letzten Endes auch die Inflation zurückgeht. Wie Sie hier sehen können, 2% sind übrigens immer noch das vorgegebene Ziel von Christine Lagarde. Für den Leitzins im April stieg die Inflation allerdings wieder leicht auf 7% im Euroraum an. Das größte Risiko ist und bleibt, dass die EZB übertreibt und die Wirtschaft damit komplett abwirkt oder sogar erwürgt. Die bisherigen Zinsschritte haben übrigens die Inflation nur sehr moderat beruhigen können. Und wie man heute sieht, im Juli 2022 lagen wir noch bei 8,9%, als die EZB die Zinswende einleitete. Bis heute sind wir immer noch bei über 7% und das trotz der hier eingeblendeten Zinsschritte, die wir seit Juli 2022 gesehen haben. Der Kampf der EZB gegen die Inflation ist ungefähr vergleichbar mit dem Kampf von Don Quixote gegen die Windmühlenflügel. Vielleicht ein schönes Sinnbild, das der ein oder andere im Kopf behalten kann. Denn die Inflationsprobleme, und hier müssen wir uns alle nichts vormachen, sind hausgemacht. Wie Sie hier einmal sehen können, ist der größte Inflationstreiber gerade auch im April dieses Jahr nach wie vor der Energiepreis, der übrigens um 6,8% im Vergleich zum April 2022 angestiegen ist. Und auch die Lebensmittelkosten sind um 17,2% im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Das ist das, was die Menschen spüren, was die Menschen unruhig macht und weswegen beispielsweise die Menschen auch in anderen Ländern auf die Straße gehen, anders als im gemütlichen und bequemen und zufriedenen Deutschland. Ich muss Ihnen jetzt sicher nicht noch darlegen, warum die Abschaltung der Atomkraftwerke und der Umstieg auf Wind- und Solarkraft diese Kosten und die Energiewende und die Kosten für Energie immer weiter beflügeln. Einen großen Dank hierzu übrigens auch an unsere Regierung, speziell auch an Robert Habeck und die Grünen, die genau dafür sorgen, dass die Menschen in Deutschland immer weiter verarmen, von einer verrückten Ideologie geplagt und geprägt, die das immer weiter vorantreibt. Und auch der IWF hat übrigens schon ähnliche Hirngespinste im Kopf. Man sprach bereits darüber, ob man Goldbestände abverkaufen will, aufgrund der neuen Orientierung hinsichtlich der CO2-Emissionsziele, die man verfolgt. Dass all das eine Ideologie ist, die in wahnsinniger Form nicht existieren könnte, zeigt auch das Beispiel, dass man es geschafft hat, Luft zu besteuern. Und auch die Sanktionen gegen Russland verschärfen die Lage immer weiter, wie Sie sich sicher vorstellen können. Aber das ist den Ideologen in Brüssel und der Ampelregierung völlig egal. Hauptsache die eigene Meinung durchsetzen, koste es, was es wolle. Es interessiert auch niemanden mehr, erst recht nicht Herrn Habeck, was die eigene Bevölkerung von seinen Entscheidungen hält. Man muss ja versuchen, über das eigene Milieu hinaus für seine Interessen eine Ansprache zu finden. Und jetzt zurück zum Angang unseres Gesprächs. Das ist natürlich schwierig. Also jetzt, das ist mir schon nicht entgangen, dass die Mehrheit noch nicht begeistert ist von diesem Gebäudeenergiegesetz. Und ich noch mehr erklären und noch mehr reden. Die dummen Bürger kommen sowieso immer ganz zuletzt. Man sieht das auch am Beispiel der Lebensmittel, wie Sie hier sehen können. Seit Jahren machen es die politischen Ideologen den Landwirten mit den irrwitzigen Auflagen und Sonderregeln nahezu unmöglich, noch wirtschaftlich zu sein. Stattdessen importieren wir alles super günstig und super CO2-optimiert aus dem Ausland. Auch Insekten übrigens etwas, was Sie vielleicht unbedingt mal probieren sollten, zumindest wenn es nach der Meinung unserer Europapolitiker geht. Hier mal ein leckeres Beispiel. Kein Wunder, denn eines haben wir in der Geschichte immer wieder gelernt, auch wenn man es uns jetzt nicht so deutlich und offen sagen möchte. In Kriegszeiten, und wir befinden uns leider in einem Krieg, auch wenn unsere Regierung immer noch nicht von einer direkten Beteiligung spricht, gehen die Lebensmittelpreise meist durch die Decke. Doch wie geht's jetzt weiter? Denn jede weitere Zinserhöhung droht die Wirtschaft nach und nach zu beschädigen und mit jedem Zinseinschlag auch ein Stück weiter kaputt zu machen. Irreparabel kaputt. Überspannt die Notenbank den Bogen, dann droht der Bundesrepublik und großen Teilen der Europäischen Union eine Pleitewelle, wie sie noch nie da gewesen ist. Nicht nur eine gigantische Pleitewelle wäre die Folge, sondern auch der Bankensektor, wie es derzeit zeigt, ist massiv betroffen. Hier sehen Sie einmal an diesem schönen Beispiel, wenn wir zurückschauen auf die Silicon Valley Bank und den Ausfall in den USA, wie auch die heimischen Banken
Zum Beispiel hatte die SVB, also die Silicon Valley Bank, viel Geld in Staatsanleihen angelegt. Denn mit den steigenden Leitzinsen fielen vor allem die Anleihen in den Beständen der Bank. Und das sorgte dafür, dass es schwerer wurde, Liquidität schnell zu beschaffen, ohne damit auch noch große Verluste zu erzeugen. Dadurch wurde der Bank die Liquidität langsam entzogen und es war nichts anderes als ein Schaltersturm oder ein Bankrun auf digitaler Ebene, denn die Menschen und die Einleger haben immer mehr Geld aus den Banken gesogen, bis die Bank nicht mehr tragbar war. Und die Konsequenz kennen wir. Entweder eine totale Insolvenz, in der zumindest noch die Einleger geschützt wurden, aber die Aktionäre rasiert wurden, oder eine Großbank, die kleinere schluckte. Eine Entwicklung, die immer häufiger zu beobachten sein wird, auch bei weiteren Banken, die in den nächsten Wochen ausfallen dürften. Ziehen Sie freitags, gerade vor dem Wochenende, immer größere Bargeldbestände von Ihrem Hausbankkonto ab und versuchen Sie es in Sachwerte umzuschichten. Ich kann Ihnen das nur anraten, denn wenn es Ihre Hausbank trifft, werden Sie hier nicht mehr rechtzeitig bereit sein, das Geld abzuziehen. Denn dann geht es wie immer über einen Bankenfeiertag, über schnelle politische Entscheidungen dahin, dass die breite Masse der Anleger wie immer in der Geschichte einen Großteil ihres Geldes verliert. Und ob die Einlagensicherung in Deutschland wirklich so sicher ist, wie es uns vorgegaukelt wird, oder doch nur 0,6%, wie im Falle der Sparkassen und Volksbanken, absichert, auch das ist eine große Frage, die ich in einem meiner letzten Webinare behandelt habe und viele Menschen tatsächlich immer noch nicht wissen. In diesem Video habe ich nochmal die Einlagensicherung und die Komplexität erklärt. Auch das kann ich Ihnen wärmstens ans Herz legen. Und genau deswegen warnen übrigens die Ökonomen immer weiter vor den Zinsanhebungen. Und ich warne auch davor, denn Staatsanleihen sind eines der beliebtesten Investmentvehikel, gerade aus Sicht der Lebensversicherer. Und wenn diese mal zu kippen beginnen, dann gnade uns deutschen Gott. Denn wir haben weit mehr Lebensversicherungsverträge in Deutschland, als wir Einwohner haben. Auch das ist etwas, wo man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln sollte, denn die finanzielle Bildung scheint hier doch den meisten zu fehlen. Um einmal Klartext zu reden, höhere Zinsen erzeugen vor allem ein Risiko, und zwar das Risiko eines Totalausfalls, eines großen Zusammenbruchs, den so keiner kommen sehen möchte, den ich aber sehr klar sehe. Und das bereits ohnehin angeschlagene Bankensystem zeigt momentan die Fragilität und wie es in einzelne Stücke zerfällt. Was das genau bedeutet, habe ich in diesem Video für Sie zusammengefasst. Der Super-GAU für unser Bankensystem. Schauen Sie gerne dort vorbei. Vergessen Sie auch nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu klicken, damit Sie in jedem Video schnell informiert sind und die Informationen als Erste auf dem Tisch haben. Ich freue mich, wenn Sie dem Video einen Daumen hoch da lassen. Schreiben Sie Ihre Meinung gerne in die Kommentare und wir sehen uns bereits morgen wieder. Ihr Dominik Hettner.